Vorstandes der Arbeit aus. Wie organisieren wir Solidarität in einer Gesellschaft, in der mit der individuellen Freiheit auch die Vereinzelung vieler Menschen wächst? Und wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? Und weil wir Grünen immer die Frage nach dem ganzen Menschen und nach dem guten Leben gestellt haben, weil für uns Gerechtigkeit immer sowohl eine Frage der Verteilung zwischen oben und unten als auch eine Geschlechterfrage war, und weil wir die gesellschaftlichen Verhältnisse daran gemessen haben, deswegen setzen wir dieses Thema jetzt auf die Agenda, und ich bin froh, dass wir den Mut dazu haben. Denn anders noch als unsere Eltern und Großeltern in der alten BRD, sollte ich hier in Halle vielleicht dazu sagen, sind bei uns fast alle Mütter und Väter berufstätig. Und ich möchte auch in keiner anderen Zeit leben. Schließlich halte ich es in meinem eigenen Leben nicht anders, mitsamt meinen zwei Söhnen. Dennoch ist bei dieser Entwicklung etwas nicht mitbedacht worden. Es gab immer mehr Arbeitskräfte. Das Arbeitsvolumen ist gewachsen, je mehr auch die Frauen beschäftigt und berufstätig waren. Das ist schön für die Wirtschaft und es ist vor allem auch gut für die Menschen selber, denn Arbeit schafft Teilhabe und sichert vor Altersarmut. Aber das ist auch ein Kraftfresser für Familien, vor allem für alle Menschen, die sich auch noch um andere kümmern in ihrem Leben. Und diese Belastung hat sich summiert und ein Ausgleich zwischen der Erwerbs- und Fürsorgearbeit hat nicht stattgefunden. Es ist eine Rechnung, die so nicht aufgehen kann, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben die alte Arbeitsteilung, Mann bringt das Geld nach Hause, Frau kümmert sich um die Kinder und später vielleicht um die alten Eltern, nicht durch eine partnerschaftliche neue Arbeitsteilung bis jetzt ersetzt. Und genau das wollen wir mit unserer Arbeitszeitpolitik angehen. Wir haben politische Instrumente entwickelt, mit denen wir dieser großen Vision des solidarischen gesellschaftlichen Zusammenlebens näher kommen können. Und wir wissen, dass es gerade für Bündnisgrüne beim Thema Engagement und Solidarität eben um mehr geht. Es geht auch um politisches und ehrenamtliches Engagement. Es geht auch um Zeit für sich selber. Es geht auch um die Fürsorge für sich selber. Aber ich sage euch auch ehrlicherweise, wir haben uns in diesem Antrag bewusst in einem ersten Schritt auf die Instrumente konzentriert, die wir brauchen, um den Kulturwandel hin zu einer partnerschaftlichen Verteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit hinzubekommen, ob für Kinder oder für Pflegeaufgaben. Wir glauben, dass wir damit die richtigen Prioritäten gesetzt haben, und wir bitten euch um Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank. Flexible Arbeitszeiten sind toll. Ich habe das Glück gehabt, eigentlich mein ganzes Leben meine Arbeitszeit flexibel und selbstbestimmt gestalten zu können. Ich bin jetzt selbstständiger Unternehmer, kann das umso mehr. Was mir an diesem Antrag aufstößt ein bisschen, ist, dass wir jetzt zu den 156 bestehenden Familienförderungsmaßnahmen noch Maßnahmen 157, 158, 159, 160 und 161 kreieren. Das schafft neue Administration im Staat und in den Familien, neue Verunsicherung, weil man das System gar nicht mehr verstehen kann, neue Ungerechtigkeit, weil die es am meisten brauchen, es am wenigsten vielleicht navigieren können, diesen Dschungel. Und damit auch neue Ungerechtigkeit. Schaffen wir es vielleicht mal, die 161 Methoden der Familienförderung auf 5 oder 6 Mechanismen zurückzuführen, die es allen erlauben, ihr Leben selbstbestimmt und nach ihrem Design zu leben. Denn jede Methode, jede Förderung wieder schafft Grenzbedingungen, Randbedingungen, die man navigieren muss. Dasselbe mit anderen Vorgängen. Schaffen wir es, den Kopf frei zu machen von Dingen wie einer CO2-abhängigen Kfz-Steuer. Der ganze Vorgang kann weg, da muss niemand drüber nachdenken, das haut man auf den Sprit und fertig. Das schafft 1600 Stellen beim Zoll, die was anderes machen können, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe. Das schafft Freiheit bei Betrieben, die sich darum kümmern müssen, und bei Familien. Eine Basisrente nach holländischem Vorbild, wo man für jedes Jahr, wo man in Holland lebt, 2% der Basisrente kriegt. Wenn man 65 ist, hat man eine auskömmliche Rente, Basisrente etwa auf Hartz-IV-Niveau. Was darüber hinausgeht, wird anders vorgesorgt. Schaffen wir es, den sozialen Ausgleich nur mit einer Handvoll Mechanismen zu machen, die man wieder verstehen kann? Schaffen wir es also, als Grüne unnötige Regeln abzuschaffen? Schaffen wir es, für jede neue Regel 3 alte abzuschaffen? Schaffen wir es, Leben gerechter zu machen, weil man es wieder verstehen kann? Ich habe Abitur, ich habe studiert und ich verstehe es nicht mehr. Schaffen wir es also, den Kopf frei zu machen fürs Leben, indem wir einfach Vorgänge abschaffen? Und nicht nur Arbeitszeit, Lebenszeit umzuverteilen, sondern tatsächlich Zeit frei zu machen. Auch darüber sollten wir nachdenken, wenn wir über grüne Zeitpolitik reden.
Vor allem Frauen sind Tag für Tag Organisationstalente, denn sie müssen ihre Erwerbsarbeit mit ihrem privaten Leben zusammenbringen. Und deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem wir Ihnen in allen Lebenslagen Unterstützung anbieten, mit der Kinderzeit Plus, mit der Pflegezeit, für mehr Zeit für sich selber, für Weiterbildung, Ehrenamt und einfach mal um Kraft zu tanken. Und damit greifen wir ein Thema auf, das viele umtreibt. Und das ist gut und das ist wichtig, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Aber es geht uns auch um die Zeit, um mehr Zeitsouveränität im ganz normalen Arbeitsalltag. Die Beschäftigten sollen mehr Einfluss erhalten, wie viel sie arbeiten wollen. Und weil sich nicht alle kürzere Arbeitszeiten leisten können, ist es mir extrem wichtig, dass es auch um die Lage und den Ort der Arbeit geht, also um mehr Zeitsouveränität, wann und wo sie arbeiten. Gleichzeitig gibt es auch schon Beschäftigte, die maximal flexibel arbeiten. Sie wiederum brauchen nicht mehr Zeit, sondern sie brauchen Schutz vor ständiger Erreichbarkeit und unbezahlter Mehrarbeit. Und deshalb wollen wir den Betriebsräten mehr Rechte einräumen, wenn es bei der Vertrauensarbeitszeit um die Menge der Arbeit geht. Diese unterschiedlichen Ansätze verbessern den Arbeitsalltag für alle Beschäftigten, und das ist sozial und das ist auch fair. Und deshalb war ich doch sehr überrascht, dass es Änderungsanträge gab, die diese Vorschläge komplett streichen wollten. Und die Begründungen folgen der Logik, Betriebe brauchen maximal viel Flexibilität. Die haben sie aber schon lange und die Stichworte sind bekannt. Befristungen, Leiharbeit, Arbeit auf Abruf, Arbeit am Wochenende, in der Nacht und abends. Und wenn die Beschäftigten in der Folge permanent keine Zeit haben, gestresst, überlastet oder ausgebrannt sind, dann ist es ihre Privatsache. So geht das nicht. Wir wollen mit diesem Antrag Arbeit für alle beweglicher gestalten, denn Flexibilität ist keine Einbahnstraße. Und deshalb wollen wir die Betriebsräte stärken. Vorrang sollen natürlich Betriebsvereinbarungen haben und tarifliche Regelungen. Aber nur noch 40% der Beschäftigten sind überhaupt von Betriebsräten vertreten. Und deshalb brauchen wir für alle anderen auch gesetzliche Regelungen. Und ein Beispiel dafür ist die unsägliche Arbeit auf Abruf. Die Beschäftigten verdienen wenig. Sie wissen nicht, wann und wie viel sie arbeiten können. Und deshalb können sie noch nicht einmal einen zweiten Job annehmen, um von ihrer Arbeit leben zu können. Und das geht auch nicht. Auch sie brauchen mehr Zeitsouveränität, zumindest ein Mindestmaß an Zeitsouveränität. Liebe Freundinnen und Freunde, die Menschen leben nicht, um zu arbeiten, sondern die Menschen arbeiten, um gut zu leben. Und deshalb muss Arbeit künftig besser ins Leben passen. Ich bitte also um Unterstützung für diesen Antrag. Vielen Dank. Immer mehr Menschen klagen darüber, dass sie zu wenig Zeit für Familie, Zeit für sich selbst, Zeit für Freundinnen und Freunde, für Bildung, Demokratie und Ehrenamt haben. Und wir als Grüne begnügen uns nicht damit, dieses Zeitproblem als individuelles Problem zu beschreiben. So nach dem Motto, sei nicht so weinerlich, optimier halt dein Zeitmanagement. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, denn das hat die Frauenbewegung schon in den 70er Jahren verstanden. Das Private ist politisch und deswegen krempeln wir Grüne mit einer neuen Arbeitszeitpolitik die Verhältnisse um. Und da geht es zuallererst um die Arbeitswelt. Denn immer höher, weiter, angepasster, das funktioniert nicht. Der Mensch ist doch keine Maschine, die man einfach immer höher takten kann. Und ja, liebe Freundinnen und Freunde, manche Unternehmen, die haben selbst erkannt, dass sie etwas ändern müssen. Bei der Telekom beispielsweise nutzen schon 13.000 Beschäftigte Teilzeitarbeit, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Und auch die Führungsebene wird ermutigt, Teilzeitarbeit zu nutzen. Diese Unternehmen, liebe Freundinnen und Freunde, das sind unsere Partner auf dem Weg zu einer neuen Arbeitszeitpolitik. Aber machen wir uns auch nichts vor, denn das passt nicht zu uns Grünen. An vielen Stellen gibt es eben noch kein Umdenken. Wir wissen doch auch alle, wie Amazon, wie die Discounter und so manche Werbeagentur mit ihren Beschäftigten umgehen. Und deshalb können wir uns hier auf Freiwilligkeit alleine eben auch nicht verlassen. Da braucht es klare Schranken, Schranken gegen den Raubbau am Menschen, und die wollen und die müssen wir setzen.
Und ein zweiter Punkt ist mir wichtig. Grüne Zeitpolitik geht eben nur feministisch. Denn Zeit und insbesondere Arbeitszeit sind zwischen den Geschlechtern höchst ungerecht verteilt. Dass Männer meist in Vollzeitstellen arbeiten, während Frauen in schlecht bezahlten Teilzeitjobs festhängen, das hat eklatante Folgen für die Selbstbestimmung von Frauen und für ihre Absicherung im Alter. Und das wollen und das müssen wir ändern. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ist Gleichberechtigung keine Nebenfrage, sondern eines der wichtigsten Ziele unserer grünen Arbeitszeitpolitik. Und damit sind wir am Puls der Zeit. 80% der Eltern, Männer wie Frauen, sagen, dass sie nichts mit der traditionellen Rollenverteilung anfangen können und dass beide Elternteile gleichermaßen für Beruf und Familie zuständig sein sollten. Aber in der Realität schafft es nicht mal die Hälfte dieser Familien, nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Und das im Jahr 2015. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Hälfte der Familien an den bestehenden Verhältnissen scheitert, dann müssen wir die Verhältnisse ändern. Wir wollen die Menschen darin unterstützen, so zu leben, wie sie wollen. Und dafür, lieber Dieter und lieber Robert, dafür braucht es natürlich den Ausbau der Kitas, das ist doch ganz klar. Aber es braucht eben auch eine Unterstützung wie die unserer grünen Kinderzeit Plus. Ich finde, diese beiden Sachen sollten wir nicht gegeneinander ausspielen. Und liebe Freundinnen und Freunde, für diese partnerschaftliche Aufteilung, für diese geschlechtergerechte Arbeitszeitpolitik, dafür bohren wir auch weiterhin harte Bretter. Und ihr könnt mir glauben, dass wir als Grüne und als Frauenpolitikerinnen diese Forderungen seit den 70er Jahren erheben. Das hängt mir auch manchmal selber zum Hals raus, ja? Aber solange sich nichts ändert, werden wir Grüne weiterhin darauf bestehen. Frauen müssen endlich den gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit bekommen. Die unsäglichen Minijobs müssen weg. Und wir halten auch weiterhin daran fest, wir wollen das Ehegattensplitting reformieren und langfristig abschaffen, weil es falsche Anreize setzt. Diesen Kampf, den geben wir nicht auf. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der uns als Grüne Jugend wichtig ist, auch weil wir hier an der Stelle progressiver sind. Die 888-Regelung, die hier in dem Antrag, die ihr hier in dem Antrag vorfindet, ist gut, aber hat eine sehr große Schwachstelle. 8 Monate für den einen Elternteil, 8 für den anderen. Das finden wir gut. Aber naiv zu hoffen, dass die anderen 8 Monate gemeinschaftlich zur Kindererziehung genutzt werden, ist fahrlässig. Unsere Partei, Bündnis 90 Die Grünen, betreuen wir dank einer 50-Plus-Quote zum Beispiel auch paritätisch. Deswegen lasst uns, liebe Freundinnen und Freunde, uns bei der Kinderbetreuung nicht mit einem Modell, welches ein Drittel, zwei Drittel Betreuung zulasten der Frauen zulässt, zufrieden geben. Denn das hätte fatale Folgen. Das gesamtgesellschaftliche Gender Pay Gap wird dadurch verstärkt, dass Frauen öfter zu Hause bleiben und Frauen bleiben öfter zu Hause, weil sie weniger verdienen. Diesen Kreislauf, der Männer von dieser Ungerechtigkeit doppelt profitieren lässt, gilt es aufzubrechen. Deswegen fordern wir Anreize zu schaffen, die Eltern ermutigen, die verbleibenden 8 Monate gemeinsam zu nutzen. Das haben wir als Grüne Jugend jetzt auch in einer modifizierten Übernahme nochmal als Vision im Antrag untergebracht. Aber lasst uns diese Vision in den nächsten Jahren noch weiter ausarbeiten und realisieren. Lasst uns gemeinsam das Bild, erst passen Mütter auf die Kinder auf, dann Erzieherinnen, dann Grundschullehrerinnen, von der Wurzel her aufbrechen und mit Anreizen den Mut der Eltern belohnen, die sich für eine paritätische Kindererziehung entscheiden und am Ende bei einer paritätischen Kinderbetreuung ankommen. Denn das in der Gesellschaft zu verankern, muss unser Ziel sein. Deswegen freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam auf der Basis dieses Arbeitszeitpolitikantrags unsere Vision einer paritätischen Kindererziehung voranzutreiben. Ich bin ein großer Fan von Science Fiction und in allen Science Fiction Romanen der letzten 40 Jahre, 50 Jahre zeigt man häufig eine Welt, wo die Roboter, die Maschinen die Arbeit machen und die Menschen ihrer Muße nachgehen können. Ich arbeite selber als Softwareentwickler in der Automatisierungsbranche und kann euch sagen, was die Roboterarbeit angeht, sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben bald selbstfahrende Autos, es gibt die Staubsaugerroboter, es gibt Kassen, wo kein Mensch mehr sitzen muss, sondern
jeder selber seine Sachen einscannt. Und in der Industrie ist ohne Automatisierung eben keine effiziente und keine ökologische Produktion für so viele Menschen auf der Welt möglich. Aber trotzdem erlebe ich nicht, dass die Menschen faulenzen und ihrer Muße nachgehen. Arbeit, Überstunden, Extraschichten, Sonderschichten, das sind immer noch gefragte Werte bei vielen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Wir schaffen immer mehr Arbeit ab, wir delegieren sie an Maschinen und behaupten trotzdem, dass Vollzeit die einzig wahre Art ist zu arbeiten. Und deshalb wird auch so bezahlt, dass man nur mit einer Vollzeitstelle ein auskömmliches Leben führen kann. Den Spruch, na, schon wieder einen halben Tag Urlaub, wenn man mal nur nach 6 Stunden aus dem Büro geht, der ein oder andere mag ihn hier kennen. Aber dabei zeigt doch gerade die aktuelle gesellschaftliche Solidarität mit den Flüchtlingen, das große zivilgesellschaftliche Engagement, dass die Menschen bereit sind, auch für Dinge Zeit in Anspruch zu nehmen, die nicht mit Geld zurückbezahlt sind, sondern die mit Menschlichkeit bezahlt werden. Aber viele können es eben nicht in dem Umfang machen, wie sie es gerne machen würden, weil sie eben tief im Job stecken, weil sie Angst haben, den nächsten Karriereschritt nicht erreichen zu können, wenn sie sich nicht voll reinhängen, weil die Kita nicht offen sein kann, weil die Pflegekraft nicht verfügbar ist. Ich bin mir sicher, dass hier auch viele im Saal sind, die neben Job, neben Familie, neben dem Partner, neben der Freizeit sehr große Anstrengungen unternehmen mussten, um die vielen Anträge, um die vielen Änderungsanträge vorzubereiten, nachzuvollziehen und sich auf diese BDK sinnvoll vorzubereiten. Und aus diesen Gründen bin ich froh, dass wir heute dieses Thema der Zeitpolitik besprechen, auch wenn es eben nicht Platz 1 oder Platz 2 in den Seiten der großen Zeitungen ist, wenn nicht in der Tagesschau täglich darüber geredet wird, sondern weil es doch irgendwo die meisten Menschen tief in ihrem Herzen, tief in ihrem Kopf beschäftigt. Aber öffentlich reden tun viele eben nicht darüber. Vielleicht, weil sie nicht den Mut im Bauch haben oder weil sie keine Zeit dafür haben. Wir wollen eine paritätische Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Und ich finde, wir haben jetzt als Bundesvorstand mit der Grünen Jugend eine sehr gute Formulierung im Antrag gefunden, um dieses Ziel auch klar zu machen. Aber wir wollen natürlich für unsere Politik die Eltern auch mitnehmen. Und ich finde, da sind wir mit der Kinderzeit Plus auf einem sehr guten Weg. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, unsere Gesellschaft ist von Zeitdruck geprägt. Viele Menschen hetzen durch ihr Leben, versuchen Beruf, Familie, Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen. Vielen fällt das schwer und vielen wird es auch schwer gemacht. Und gerade wenn man Zeit braucht, um sich um andere zu kümmern, um kleine Kinder, um einen pubertierenden Halbstarken, um die kranke Nachbarin oder die pflegebedürftige Mutter, dann kommen eben viele an ihre Grenzen. Und wir Grüne wollen, dass der Job auch und gerade dann ins Leben passt, wenn man sich um andere kümmert. Liebe Freundinnen und Freunde, wie wollen wir das hinkriegen? Unter anderem mit der Kinderzeit Plus. Denn nach maximal 14 Monaten ist das klassische Elterngeld ja aufgebraucht. Aber der Zeitdruck, den viele Eltern haben, der ist doch dann nicht weg. Und wenn wir es tatsächlich ermöglichen wollen, dass beide Elternteile berufstätig sind, und zwar gerade nicht in der klassischen Zuverdienerkonstellation, sondern wie es sich die meisten jungen Eltern, Väter wie Mütter ja wünschen, beide in vollzeitnaher Teilzeit, 32 oder 35 Stunden, ganz nach dem individuellen Bedarf, dann müssen wir doch hier ansetzen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, schlagen wir vor, den Bezugszeitraum des Elterngeldes moderat auszuweiten, aber den Lohnersatz auch ganz klar daran zu knüpfen, dass beide Elternteile nach dem ersten Lebensjahr des Kindes mindestens 20 Stunden in der Woche erwerbstätig sind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne wollen, dass Eltern so leben können, wie sie es sich für sich selbst und für ihre Kinder wünschen. Wir wollen, dass es leichter wird, Erwerbs- und Familienarbeit tatsächlich partnerschaftlich aufzuteilen. Und das ist uns eben auch ganz wichtig, wir wollen, dass sich das nicht nur Leute mit einem dicken Geldbeutel leisten können, sondern auch der Kassierer im Drogeriemarkt und seine Freundin, die in der Altenpflege arbeitet. Und dafür brauchen wir die Kinderzeit Plus.
Liebe Freundinnen und Freunde, ein weiterer Schwerpunkt, den wir setzen, ist die Pflege. Auch wenn sich im Bereich der Pflege in den letzten Jahren wirklich viel getan hat, dieser ganze Bereich ist immer noch unterbelichtet und wir wollen dafür sorgen, dass es auch da mehr Unterstützung gibt. Wir wollen auch im Bereich der Pflege verhindern, dass Menschen aus dem Beruf aussteigen müssen. Und deshalb brauchen wir mehr Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung und flexible Lösungen, wie wir sie mit unserer Pflegezeit Plus vorschlagen. Und die Angebote, so wie sie heute sind, sie sind eben sehr, sehr eng gestrickt. In der Regel beziehen sie sich nur auf Verwandte. Und das entspricht ja gar nicht unserem grünen Familienbild. Wir haben ein breites Bild und deshalb wollen wir die Angebote auch öffnen. Es geht auch darum, dass Freunde, die sich um die kranke, um die pflegebedürftige Nachbarin kümmern, dass auch die in den Genuss der Leistungen kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne, wir wollen eine Gesellschaft, in der sich Menschen um andere kümmern können, in der sie Verantwortung für das Wohlergehen anderer übernehmen können. Und wir wollen, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren können. Aber wer sich um andere kümmert, wer sich engagiert oder wer auch beispielsweise Zeit nimmt für eine Weiterbildung oder eine berufliche Umorientierung, der darf dafür keine Nachteile in Kauf nehmen müssen, der darf nicht bestraft werden, sondern diese Leute wollen wir ganz gezielt unterstützen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, deshalb streiten wir für mehr Zeitsouveränität für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für mehr Rechte über die eigene Arbeitszeit auch selbst bestimmen zu können und für eine finanzielle Absicherung in Lebensphasen, in denen eine Berufstätigkeit Vollzeit nicht oder eben nur sehr schwer möglich ist. Das sind knallharte Fragen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir Grüne machen da konkrete, alltagstaugliche Vorschläge. Und deshalb bitte ich euch um Unterstützung für den Antrag des Bundesvorstands. Ja, jetzt bedanke ich mich erstmal beim Gerhard Schick, der mich aufgefordert hat, den Beitrag zu bringen. Und zwar geht es mir um die Zeit zu erfassen, die viele engagierte Bürger bis jetzt schon fürs Gemeinwohl, in Vereinen, für den Natur- und Umweltschutz, im kulturellen Bereich, in der Kirche einbringen. Das gibt es bisher kein Instrument, um diese Zeit zu erfassen, die ja volkswirtschaftlich gesehen auch zum Bruttosozialprodukt zugerechnet werden muss. Ich finde den Antrag gut, dass man jetzt dann auch Zeit bekommt, das zu tun. In Baden-Württemberg haben wir es geschafft, dass Arbeitnehmer freigestellt werden können, um sich fortzubilden und zu qualifizieren, um in Initiativen tätig zu sein. Ich bin da selbst in dieser Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement Seniorengenossenschaften. Und deswegen ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass auch diese Zeit erfasst wird, wo es bisher kein Instrument gibt, dass es auch zumindest als Lebenszeit dann, das Beste wäre ja auch für die Rente, als Laufzeit angerechnet wird. Das war ein uralter Wunsch. Es war in den 90er Jahren ja mal so eine Aufbruchsstimmung, Kommunitarismus, Seniorengenossenschaften und so weiter. Es war diese Bewegung, wo das rauskommt. Mir wäre das ein großes Anliegen. Wir selbst haben in meiner Initiative Tätigkeitsnachweise eingeführt, die wir bis heute weiterführen, um einfach zu sehen, wie viel Zeit bringe ich da ein. Denn ohne diese Zeit kann keine Kommune, kein Staat funktionieren, wenn die Bürger sich nicht aktiv beteiligen. Ich freue mich, dass wir eine Debatte über diesen sperrigen Begriff der Zeitpolitik führen. Es ist ein sperriger Begriff und ich bin auch erstmal darüber gestolpert, als ich das vor 2 Jahren zuerst gehört habe, dass wir da jetzt auch Politik machen wollen, also die Zeit gestalten. Das klingt so ein bisschen nach Raunen, nach Esoterik, nach dem, was lange Jahre über Zeitökologie und so lief. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir genau unter diesem Begriff Zeitpolitik, von mir aus auch Arbeitszeitpolitik, aber das schränkt mir das schon wieder zu sehr ein, über ein Thema reden, das am Puls der Zeit ist, das ganz aktuell ist, das ganz, ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und deswegen möchte ich auch nochmal, das haben einige vor mir schon getan, Gesine, dem Bundesvorstand, den BAG danken, die dieses Thema so intensiv vorbereitet haben. Ich möchte zum einen noch mal deutlich machen, das Thema ist ein wichtiges Thema. Meine eigene Erfahrung, privilegierte Position, Akademiker, verständnisvolle Arbeitgeber, da war das möglich,
das Kümmern um Kinder, die Zeit zwischen Beruf und Familie, die Zeit zwischen mir und der Mutter der Kinder egalitär aufzuteilen. Da war es möglich, Teilzeit zu machen und diese Entscheidung zu treffen, auch im Wissen, dass eine Entscheidung für Teilzeit immer noch eine Entscheidung gegen Karriere ist. In einer privilegierten Position als Akademiker. Ich weiß, dass viele diese Entscheidung nicht treffen können. Und das, ich finde, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, dass wir das ändern müssen. Aber es geht ja eben nicht um individuelle Entscheidungen. Es geht um die gesellschaftlichen Strukturen, es geht um die Rahmenbedingungen, es geht um das, was Sozialwissenschaften seit einigen Jahren an Veränderungen in dieser Gesellschaft beobachten. Beschleunigung wurde schon angesprochen. Das Beispiel der Hochschulen, Bachelor, Master, das ist ein System, was durchaus Vorteile hat, aber Bachelor, Master mit einer Regelzeit, die sehr eng ist, mit vollgestopften Prüfungszeiten, das ist ein Beschleunigungsprogramm und das führt zu gesellschaftlichen Veränderungen, obwohl es erstmal so ganz individuell aussieht. Digitalisierung, Flexibilisierung, ganz neue Möglichkeiten in der Arbeitswelt, die aber eben ganz schnell auch zu neuen Ausbeutungsformen führen. Entgrenzung, Selbstoptimierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich vielleicht schon halb als Arbeitgeber oder Unternehmerinnen, Unternehmer fühlen und alles sozusagen nur noch darauf ausrichten, die bestmögliche Leistung in immer kürzerer Zeit zu erbringen. Auch das ist ein Trend, der real ist, auf den wir reagieren müssen. Deswegen ist es gut, dass wir das tun. Ja, und auch das hat vor allem Gesine sehr stark gemacht, hat auch Ulle sehr stark gemacht. Das Vereinbarkeitsthema, das Feminismusthema, auch das ist was sehr eng mit diesem Begriff der Zeitpolitik zusammenhängt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns genau auch aus dieser Perspektive diesem Thema stellen. Es leuchtet jetzt hier das rote Licht. Ich komme zum Schluss. Meine Zeit ist zu Ende. Wir brauchen alle Zeit, um uns um das Leben außerhalb der Erwerbsarbeit zu kümmern, um uns um unsere Demokratie und unsere Gesellschaft zu kümmern. Und wir können hier das starke Signal setzen, dass das politisch gestaltbar ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, die einfach sozusagen hingenommen werden muss, dass alles schneller wird, dass es beschleunigt wird, dass es flexibilisiert wird, sondern wir können Instrumente dafür entwickeln, wir sollten das tun, wir machen das in diesem Antrag mit Realismus, mit Augenmaß, aber eben auch mit einem Blick darauf, was wirklich gute neue Instrumente sind, um Zeitpolitik zu machen. Ich bin froh, dass wir uns dem widmen. Als ich mit Freundinnen und Kollegen diskutiert habe und die mich gefragt haben, was machten ihr auf eurem Bundesparteitag, mich gesagt, ja, wir diskutieren über Zeitpolitik und ich finde das total spannend. Die Rückmeldung war verhalten nach dem Motto, was ist denn das? Und dann habe ich mal getwittert und gegoogelt, weil in unserem Zeitalter läuft ja alles über Twitter und Google. Und zum Thema Zeitpolitik kommt auch da nicht so viel. Der Begriff wirkt sperrig, er ist draußen wenig gesetzt und dennoch so wichtig. Wie schaffen wir es also, mit dieser Debatte, die wir Grünen hier so führen, auch draußen gehört zu werden und genau die Wirkung zu erzielen, die uns so wichtig ist? Eigentlich geht es da auch gar nicht so um Arbeitszeitpolitik oder um Familien, um nicht den Begriff des Work-Life-Balance zu belasten. Es geht um eine Lebenszeitpolitik. Zeit ist ein Wert. Sie ist sehr wertvoll. Und in jeder Phase gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, was das Leben uns gerade so bietet und abverlangt. Das Wort Ehrenamt wird ganz oft geführt. Wir brauchen doch Zeit, um uns woanders auch noch zu engagieren. Ja, natürlich. Wir brauchen aber auch einfach mal Zeit, nichts tun zu dürfen. Ich bin selber selbstständig, habe zwei Kinder und das Vergnügen, den Kreisverband München zu führen. Da geht es also schon ein bisschen um, was geht eigentlich in so einen Tag rein. Und fangen wir mal bei uns selber an. Wir bringen jetzt hier ein Wochenende zusammen, machen das auch alle sehr gerne, sind freiwillig hier, haben Spaß, weil es uns wichtig ist. Aber wie oft stöhnen wir auch mal, weil sich Ehrenamt auf zu wenigen Schultern verlagert, es immer dieselben trifft und auch das Thema der Arbeitszeitverdichtung bei uns Grünen leider nicht Halt macht. Ich möchte noch einen spontanen Einwurf machen, der mich seit gestern beschäftigt. Wenn wir dort oben auf dieses Schild blicken, zu mehr Zeit, dann sehen wir das Frauensymbol
und eine Uhr in einem Schnuller. Liebe Leute, diese Zeitdebatte gehört für mich nicht zwingend, eigentlich gehört sie für mich gar nicht, in die Frauenecke, weil dann... Ich möchte nicht mehr darüber debattieren müssen, warum es ausgerechnet für Frauen und immer wieder für Frauen so schwierig ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Während ich hier stehe, passt mein Mann auf die Kinder auf und die finden das völlig normal und würden das nie hinterfragen. Insofern sehe ich die heutige Debatte zur Arbeitszeitpolitik, so heißt ja der Antrag offiziell, als einen Auftakt in eine sehr vielfältige Debatte, die wir auch in dieser Vielschichtigkeit anerkennen und fortführen sollten. Es ist ein ganz wichtiges Thema, das in der ganzen Gesellschaft und für die ganze Gesellschaft da ist. Männer, Frauen und alle Sternchen, Angestellte, Selbstständige, Nichterwerbstätige, Menschen mit und ohne Kinder. Lasst uns die Zeit nehmen, hier in die nötige Tiefe zu gehen. Die zeitpolitische Debatte ist nicht neu. In den vergangenen Jahren ist sie im Wesentlichen von den Arbeitgebern und den Arbeitgeberinnen geführt worden. Die haben ihre Anforderungen an Flexibilität formuliert und auch weitgehend durchgesetzt. Neu an dieser Debatte ist eigentlich, dass jetzt nach langen Jahren auch die Beschäftigten, Männer und Frauen, ihre Anforderungen an mehr Zeitsouveränität formulieren. Mehr noch die Frauen als die Männer. Wenn wir jetzt heute hier ein grünes zeitpolitisches Projekt vorstellen, dann muss das aus meiner Sicht mindestens drei Anforderungen erfüllen. Erstens. Es darf die Gerechtigkeitslücke zwischen Frauen und Männern nicht vergrößern, sondern es muss sie weitgehend schließen, liebe Freundinnen und Freunde. Es darf kein Projekt für Privilegierte sein, insbesondere diejenigen, die besonders schwierige Arbeitsverhältnisse haben, besonders belastende Arbeitsverhältnisse, wie die Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter, müssen auch davon profitieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, es muss praxistauglich sein. Wenn es nicht praxistauglich ist für die Menschen, aber eben auch für die Betriebe, dann bleibt es Makulatur, dann wird es nicht umgesetzt. Und deswegen sage ich euch, ja, wir müssen die Betriebe fordern, aber wir dürfen sie auch nicht überfordern. Und deswegen haben wir ein Projekt entwickelt, das sowohl für die Beschäftigten als auch für die Betriebe, und zwar in allen Feldern, umsetzbar ist. Wir definieren das Normalarbeitszeitverhältnis, das immer noch ein männliches ist, vollkommen neu. Und zwar als einen Arbeitszeitkorridor von 30 bis 40 Stunden. In diesem Korridor können die Menschen relativ flexibel nach ihren Bedürfnissen ihre Arbeitszeit formulieren. Und damit schaffen wir etwas, was in der Vergangenheit nicht gelungen ist. Nämlich wir machen die Grenze zwischen Vollzeit und Teilzeit fließender. Warum haben in der Vergangenheit eigentlich Männer die Möglichkeit zur Teilzeit nicht in Anspruch genommen? Weil sie gesehen haben, was aus ihrer Teilzeit arbeitenden Kollegin alles nicht wird. Und deswegen müssen wir die Grenze zwischen Vollzeit und Teilzeit fließender machen. Es darf nicht mehr so sein, dass Teilzeit quasi die unmittelbar oder die wenig attraktive Seite der Vollzeit ist. Diese Grenze müssen wir auflösen und das schaffen wir mit dem Arbeitszeitkorridor. Und es ist ein Angebot an Paare, ihre Arbeitszeit einander stärker anzugleichen. Männer wollen weniger arbeiten, sagen sie zumindest. Frauen wollen raus aus den kleinen Teilzeitverhältnissen. Das ist ein Angebot für Paare. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein Angebot an sehr viele Menschen, im Gegensatz zu dem, was Frau Schwesig vorgelegt hat. Sie
presst die Paare in ganz starre 32-Stunden-Arbeitsverhältnisse. Wissenschaftler haben nachgewiesen, damit erreicht sie ca. 30.000 Paare. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, Grüne können da mehr. Aber wenn wir insbesondere für die Frauen die Möglichkeit eröffnen wollen, die Lebensbereiche und Arbeitsbereiche stärker unter einen Hut bringen, dann geht es nicht nur um die Arbeitszeit, sondern dann geht es auch darum, eine Mitbestimmung über den Arbeitsort zu ermöglichen. Wir müssen den Anwesenheitswahn reduzieren. Wir müssen Homeoffice ermöglichen. Das spart Wege, das spart Zeit und es ermöglicht es, unterschiedliche Lebensbereiche unter einen Hut zu bringen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen aus Vergleich mit anderen Ländern, dass die Lage des Arbeitszeites und die Lage des Arbeitsortes, die Mitbestimmung darüber, dazu führt, dass insbesondere Frauen ihr Erwerbsarbeitsvolumen ausdehnen. Es kann doch nicht sein, dass in Zeiten des Fachkräftemangels es immer noch so ist, dass die hochqualifizierten Frauen ihr riesiges Potenzial, dass es immer noch eingespart ist in Minijobs und in kleine Teilzeit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen die hochqualifizierten Frauen auch in der Arbeitswelt. Ich komme zum Schluss. Noch ein Wort an euch Jungs. Wenn wir das jetzt alles umgesetzt haben, dann finde ich, darf es auch keine Ausreden mehr geben. Verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre muss dann wirklich ein Ende haben. Ich sage, ran an die Windeln, ran an die Töpfe, ran an den Abwasch, ran an das Leben, was es wirklich lebenswert macht. Ihr wisst es nur noch nicht. Ich möchte in dieser Debatte den Fokus auf etwas lenken, wo im Antrag zwar der Fokus drauf liegt, aber was in der Debatte bisher viel zu kurz kommt. Der Aspekt der Schulen, der Schülerinnen und Schüler und der Jugendlichen. Ich selbst bin Schüler und ich habe viel zu wenig Zeit, um mich zu engagieren. Ich bin teilweise bis 6 Uhr in der Schule, bin erst um 7 Uhr zu Hause. Ich möchte mich stärker engagieren, aber wie? Wenn schon in den Schulen dieses Modell der Beschleunigung vorgelebt wird, dann ist es auch kaum noch möglich, dies später auf dem Arbeitsmarkt zu verändern. Dann wird den Schülerinnen und Schülern in den Schulen bereits dieses Modell, dass man die ganze Zeit im Stress ist, vorgelebt. Und dann bringt auch diese grüne Arbeitszeitpolitik nichts. Deshalb bin ich dankbar, dass dies im Antrag auch erwähnt ist. Wir brauchen eine Entschleunigung der Bildungssysteme. Wir brauchen eine Entschleunigung der Arbeitsmarktsysteme. Deshalb finde ich, dass der Begriff Arbeitszeitpolitik und selbst Zeitpolitik eigentlich zu kurz kommt. Es ist im Grunde schwierig, einen richtigen Begriff zu finden, aber denn es geht nun auch um Bildungspolitik. Es geht um soziale Aspekte, es geht um gesellschaftliches Engagement. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass der Begriff der grünen Arbeitszeitpolitik zwar ein richtiger ist und dass dieser Antrag ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber wir müssen trotzdem den Fokus auch auf die Kinder und Jugendlichen lenken. Denn das ist unsere Zukunft. Und diese Zukunft darf nicht in einem Modell bestehen, in dem niemand mehr Zeit hat, weder für sich noch für Engagement. Denn seien wir ehrlich, jeder von uns braucht auch Zeit für sich selbst. Ich für meinen Teil eile von einem Termin zum nächsten. Ich habe Schule, ich habe Engagement. Zeit für mich selbst habe ich nicht. Und das liegt an diesem Bildungssystem. Es ist unmöglich, dass Menschen, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch
sondern auch Menschen, die bereits in Arbeitsverhältnissen sind, vor allem Schichtarbeit, die Möglichkeit genommen wird, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Wir, auch wir Grünen, haben ein Problem, ein Nachwuchsproblem. Also, warum schaffen wir nicht endlich die Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren, auch für Schülerinnen und Schüler? Vielen Dank. Zeit ist Macht. Zeit selber verwalten zu können, bedeutet Selbstbestimmung. Und nur wer Zeit zur Verfügung hat, kann gesellschaftliche und politische Teilhabe auch verwirklichen und aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitwirken. Und liebe Freundinnen und Freunde, eine alleinerziehende Mutter ist oftmals in ein engmaschiges Netz zeitlicher Anforderungen eingebunden, das sie eben gerade nicht selbst bestimmen kann. Und das führt dazu, dass keine selbstbestimmte Zeit oftmals zu einem Gefühl der Ohnmacht führt. Demokratie und soziale Gerechtigkeit brauchen also Zeit. Und das bedeutet, wir müssen nicht nur mehr Demokratie, sondern wir müssen auch mehr Zeitpolitik wagen. Und unsere Konzepte müssen mehr sein als die Forderung nach einer starren 32-Stunden-Familienarbeitszeit. Zeitpolitik ist ein Kernthema sozialer und Geschlechtergerechtigkeit. Und liebe Freundinnen und Freunde, Zeit ist ein Gestaltungsgegenstand. Und ich kann es jetzt schon hören, es geht wieder darum, ach, die Grünen wollen jetzt sogar eingreifen in das Privatleben der Menschen, wollen die Zeittaktung von Menschen auch noch regulieren. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, es geht nicht um eine Bevormundungspolitik, sondern es geht im Gegenteil darum, eine grüne Gestaltungspolitik und mehr Selbstbestimmung zu verwirklichen. Und es geht um ein zutiefst emanzipatorisches Thema. Und es geht eben um ein Konzept von Selbstbestimmung. Zeit bedeutet Macht und Menschen dürfen durch zeitliche Rahmenbedingungen nicht systematisch und strukturell von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe ausgeschlossen werden. Und insbesondere Frauen, ist es heute schon mehrfach gesagt worden, müssen mit einer Mehrfachbelastung jonglieren. Auf der einen Seite mit Familie und Sorgearbeit, die meist nicht bezahlt wird, aber gesellschaftlich so immens wichtig ist. Und mehr als Sonntagsreden kommen dann meistens nicht, wie gesellschaftlich wichtig das ist, sondern es wird als selbstverständlich erachtet, dass heute immer noch Frauen diese gesellschaftlich wichtigen Care-Tätigkeiten machen. Und daneben müssen sie mit Erwerbsarbeit jonglieren, denn irgendwer muss auch das Geld nach Hause bringen. Und oftmals tun sie das in Teilzeit und schlecht bezahlt. Und das birgt die Gefahr von Altersarmut, die in diesem Land weiblich ist und, wenn das so weitergeht, auch weiblich bleiben wird. Und dazu kommt auch noch der Wille und das Wollen von ihrem ehrenamtlichen und zivilgesellschaftlichen Engagement. Aber dafür bereit Frauen oftmals keine Zeit. Ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, wir Frauen wollen gerne die Hälfte der Verantwortung auch für die Care-Tätigkeiten übernehmen. Aber wir wollen auch die Hälfte der Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft. Und liebe Freundinnen und Freunde, Zeitpolitik darf sich aber nicht nur in Arbeitszeitpolitik erschöpfen. Das, finde ich, greift zu kurz. Und das ist gesellschaftspolitisch auch ein Thema, was wir noch weiter ausweiten können. Selbstbestimmung beginnt bei den Kindern. Kinder und Jugendliche brauchen räumliche und zeitliche Freiräume, um sich selbst erfahren, entwickeln und auch Partizipation und Demokratie erleben zu können. Kinder brauchen Raum, um ihre Umwelt selbst erfahren zu können. Und ja, sie brauchen auch mal pädagogikfreie Räume. Kinder und Jugendliche lernen durch selbstgestaltbare Freiräume nicht nur die eigenen Fähigkeiten kennen, sondern Freiräume und Partizipation schaffen die Grundlage für eine selbstbestimmte, engagierte und demokratische Gesellschaft. Und dazu brauchen wir auch die Kinder und Jugendlichen. Sie sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. Und wer sich ernsthaft mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Zeitpolitik auseinandersetzen will, und ich denke, das wollen wir Grünen, und dazu ist das heute ein sehr guter weiterer Schritt, der braucht diesen Mut im Bauch, den wir hier schon mehrfach beschworen haben. Denn Zeitpolitik ist eben kein kleines Wohlfühlthema, sondern ein knallhartes Thema sozialer Gerechtigkeit. Und auch hier wollen wir mehr Gerechtigkeit wagen.